Achso, das war ich jetzt. Bewegungsmelder. Nee, das war ich. Ich bin durchgelaufen. Nein, Bewegungsmelder. Ja, ich bin schon wieder durchgelaufen. Achso, ist Nein. abgehakt. Oh Gott, ist der doof, ey. Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia. Wir sind heute im Edgefield Treehouse unterwegs. Der Strom ist in der Garage. Was habe ich denn hier auf dem Bildschirm? Ey, ist denn das zu glauben? Hat mir eine Fliege genau in der Mitte vom Bildschirm geschissen. Kammerjäger holen. Ausräuchern müssen wir die Brut. Was nehme ich da mit? Taschenlampe? Gott, ich habe jetzt schon so lange nicht mehr. Kamera, Dots-Projektor. Genau, unsere Aufgaben sind, finde heraus, um welche Art von... Ja, das ist ja klar. Bringe einen Geist dazu, eine Kerze. Haben wir eine Kerze? Jo, haben wir ein Feuerzeug? Ja, alles geholt. Ja, habe ich Gott. Alles gekauft. Draußen Gewitter, hier Gewitter. Ich bin nirgendwo Was sicher. War jetzt hier drin? Ja. Du musst den Geist noch während einer Jagd entkommen. Wieso Und wir ich? brauchen den Bewegungssensor. Wo war der Strom nochmal? Ich bin voll doof, ich habe gar kein Thermometer dabei. Ich habe jetzt die Kamera. Wo war denn der Stromkasten in eine nochmal? Garage und da war auch die Tür auf. Wo ist denn hier die Garage? Ich habe schon überall irgendwie die Türen angemacht. Auf. Warte mal, ich muss mal Licht ausmachen. Sehe ich hier vielleicht einen Orbs? Ich gehe davon aus, dass ich mir mal ein Thermometer holen sollte, wa? Mit der Kamera alleine und dem Dotspray. Ich pack das mal auf den Essenstisch. Perfekt. Ich kann nicht laufen, Jasmin. Ja, Patrick. Der Geist jagt. Ich glaube, ich hab. Was? Ja, ich glaube, der ist hier in dem Raum. Mann, Spaß. Wo ich gerade bin. Wo bist du denn? Nee, aber hier. Erdgeschoss. Hier, wo oben die Waschmaschine unten? Ist, war ja eher unten. Ah. Wo die Küche ist, ja, da der Raum. Die Wäschekammer. Weil hier habe ich, geht die Tür die ganze Zeit auf und zu und hier habe ich auch 10 Grad und hier schwankt hier das. Hier fühlst dich wohl, ne? Hobbyraum. Ja. 9 Grad. Die Tür ging hier auf oder war hier offen? Die war auf, aber die wackelte eben und das hat sie auch, also so Türgeräusch und dann ist sie auf und zugegangen, also so gewackelt halt. Ich habe den EMF-Reader mal auf die Heizung gelegt, dann hören wir ja, wenn der angehen sollte. Na, 11 Grad, ja, könnte sein. Aber in der Küche haben wir auch 11, Grad, ne? Oh ja, Gott, hast nicht, du dass der mich wandert, erschrocken? Ey. Bist du deppert oder was? Okay, hier sind 20. Ich wollte nochmal in die Garage gucken, weil da auch die Tür auf war. Hier haben wir 18 Grad. Und keine Heizung. Ich gehe trotzdem nochmal oben gucken, oder? Also hier sind 10. 7. Was? Eier. Grad. 5. Was? Eier. Fresse. Tafeln Schokolade. Also du hast jetzt 5 Grad da unten? Ja. Warte mal, oben drüber ist die Ecke hier, ne? Ja, dann ist der unten, dann ist der bei dir. Ich weiß. Aber das weißt du sicherlich. Da, hier Blitz, draußen Blitz. Hat das Haus einen Blitzableiter? Keine Ahnung, kann ich nicht darauf geachtet haben. Der verfluchte Gegenstand, das sind die Tarotkarten, die liegen auf der Kommode. Ja. Hast du die Kamera schon aufgebaut da in Dings hier, wo du warst? Ich hab's noch gar nichts aufgebaut. Warte, wir brauchen ja. Ich nehme Bewegungssensor noch mit. Mal gucken, ob wir ein bisschen Movement haben. Oh, in der Küche hat das Licht geflackert. Warte mal.
Können wir hier mal gucken. Also in der Absteckkammer haben wir auf jeden Fall keine Fingerabdrücke. Ich weiß, habe ich auch Aktuell. schon Ach, du geguckt. hast eine UV-Lampe mit. Gehabt, ja. Ihr musst Sonnencreme nehmen, wenn du damit Schrei arbeitest, ne? Schreib ins Buch. Schreib ins Buch. Schreib in unser Freundebuch. Achso, das war ich jetzt. Bewegungsmelder. Nee, das war ich. Ich bin durchgelaufen. Nein, Ja, Bewegungsmelder. ich bin schon wieder durchgelaufen. Achso, ist abgehakt. Nein. Oh Gott, ist ja doof, ey. Also ist die Quest ist erfüllt oder Nein. was? Ja. Ja, schön. Denn Verstehst du das nicht? ich verstehe das nicht. Verstehst du kein Deutsch, aber. Nee, ich verstehe das nicht. Ich Bring mal die bin doch Kamera da mit. durchgelaufen. Die Die ist Videokamera, ne? drinne, die ist drinne. Ich habe jetzt Kerze schon mal Hä? mit. Okay, hier ging schon wieder eine Tür auf. Oh, Gefriertemperatur. Ja, Wunderbärchen. Sehe ich an meinem Atem. So, ich habe die Kerze schon mal drinne. In diesem kleinen Kabuff ist das schwer, die Kamera zu platzieren, denn, ne? Feuerzeug brauchen wir nicht mehr. Liegt aber auf dem Stuhl im Esszimmer, falls wir es doch brauchen. Vielleicht, wenn wir das hier von hier haben oder eine bessere Hast du die Sicht. Kamera jetzt schon gemacht? Ja, Jasmin, ich habe die Kamera bereits platziert. Ich habe auch einen Dots-Projektor mit. So, hier doppelt abgesichert. Hip-Hop, Strobo-Pop. Was brauchen wir noch? Eine Kamera wäre cool. Bist du gerade durch den Bewegungssensor gelaufen? Dots. Dots. Da war ja schon zwei Beweise. Gefriertemperaturen und Dots-Projekte. Also Juray oder Oni. Das heißt, Juray. Er hat die Kerze ausgepustet. Juray wären jetzt noch Orbs und beim Oni IMF. Dann ist es Omi. Oni. Ja, oder wir nehmen die Dots-Projektoren nochmal raus, dann kannst du besser gucken, ob da Orbs sind. Immer noch richtig gut Sanity. Du bist immer noch bei 14%. Wie viel IMF? Bye. Ey, lass mich raus. Ah nee, da ist er auch im Weg. Ich sehe meinen Punkt nicht. Ich guck noch mal wegen dem Orbs. Typ. Wir haben Orbs. Ach, ich brauche ja gar kein Funkgerät. Wir haben Orbs. Beweise. Geisterorbs. Es ist der Juray. Das habe ich schön gemacht. Super, Wunderbärchen. Jetzt brauchen wir Ja. nur noch ein Bild. Ja, paar Fotos. Schnapp dir eine Kamera. Ich habe die neue Nikon S500. S steht für Small, weil es die kleine Version ist. Alter, lauf mir doch nicht vor die Füße. Ey, wie im wahren Leben. Jeder Hans und Franz läuft mir vor die Füße rum. Ja, wo bist du denn? Das ist doch nicht mehr normal, ey. Du bist halt so klein, dich übersieht man schnell. Die Tür ist zu. Ja, soll ich mal aufmachen? Ich kann ja schon mal die Karten fotografieren. Dann haben wir die auf jeden Fall Ich safe. komm mit. Nein. Einen Knochen hast du noch nicht gesehen, ne? Nee. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Knochen könnte aber in der Garage sein. Da war doch auch die Tür auf. Meistens ist doch da denn auch immer eine Interaktion, Aktion, ein Phänomen passiert. Okay, hier oben ist auf jeden Fall nichts. Nichts, oder? Nichts.
Da waren wir drinne, hier haben wir auch geguckt. Im Kinderzimmer ist auch nichts. Hier im Schlafzimmer ist auch nichts. Ach, es kann ja auch eine Schränke sein. Ah, da habe ich jetzt sogar eigentlich geguckt. Ich wusste es. Ich bin am Arsch. Ich war gerade so blöd, Schranktür zuzumachen. Mach ein Foto, falls du stirbst. Ey, ich krieg hier eins zu viel, ey. Bist du schon Nee, tot? das kostet mich schon wieder an. Die ganze Zeit stand ich draußen, weißt du? Warum hast du nicht noch schnell ein Ich Foto habe gerade gemacht? alles neu eingekauft. Warum habe ich nicht schnell. Weil ich abgehauen bin? Nein, Weil ich ich meine, sterben wollte? als der bei dir war. Ich habe ihn nicht mal gesehen. Das ist ärgerlich. Das ist so. Nee, es ist scheiße, weil ich gerade alles neu gekauft habe. IMF rastet aus. Wie hoch ist denn hier der Aktivitätswert? Alter, wir Den haben gar nicht, keine ey. Sanity mehr. Warum hatten wir keine Sanity? Stört dich das, wenn ich deine Pillen auch noch esse? Aber du willst. So, ich bin jetzt wieder High Sanity. Ich brauche ja nur noch den Knochen, ne? Hier war offen, aber hier ist auch keiner. Geil, dass hier die Tür fehlt. Wo? Na, Ach in so, dem wenn du Raum, wo der tot. Geist war. Nee, wenn du. Normal sind die Türen noch alle raus bei dir jetzt, oder? Stimmt, habe ich noch nie darauf geachtet, ey. Na, weil du dir als Geist nicht öffnen könntest, dann wärst du quasi, könnte ich dich einsperren. Aus Versehen. Tja, ich habe keine Ahnung, wo der Knochen ist. Das ist ja jetzt ärgerlich, ne? Bin bestimmt schon dreimal dran vorbeigelaufen. Ja. Gar keine Ausdauer mehr. Eigentlich voll dumm, dass ich die ganze Zeit sprinte. Boah, der ist jetzt aber aktiv. Hast du ihn Geil, dass ich die irgendwie. Türen höre, aber keine Sinn. Hast du ihn Nee, irgendwie ich sehe, kann den gar nicht provoziert? sehen. Nee, provoziert irgendwie? Hä, was? Hast du ihn beleidigt? Mit was denn? Weiß ich nicht. Bin hier in seinem Ghetto drin, na ja. In seinem Ghetto. Ja. In seinem komischen Raum hier. Ja. Na, hohen Er hat sogar das Buch Kriminalität. runtergeschmissen, ey. Kannst du als Geist. Oh Gott, könntest du als Geist den Knochen sehen? Das ist eine gute Frage, ne? Glaube ich nicht. Rein theoretisch ist ja ein fixer Gegenstand. Oh, komm schon, ich. Was denn? hab deine Leiche gefunden. Du siehst aus, als ob du halb besoffen im Schrank rumhängst. Hast nicht mehr ins Bett geschafft, wa? Nee. Passiert mir öfter. Erstmal pennen gehen hier. Hier höre ich die ganze Zeit Türen, ey, aber ich sehe ihn nicht. Ja, und ich sehe keinen Knochen. Okay, ich gib's auf. Ich habe keine Ahnung, wo der Knochen sein kann. Skurrile Ereignisse. Ja. Jetzt auch nicht wirklich davon aus, dass der in einer Schublade oder sowas drin ist. Warst du im Keller schon? Ja, ich bin einmal durchgehuscht, aber ich habe nichts gesehen. Kann ja nochmal reingehen, dann mache ich aber die Tür zu. Kann ja Licht Wenn ich auch anmachen. dann durch Türen gehen? Ah. Ja, also er kann hier runterkommen. Ich hoffe halt nur, dass er mich so nicht so direkt wahrnimmt. Keine Ahnung. Hast du das gehört? War eine Tür. Aber ich sehe ja nicht mehr, weil ich hier, weil ich keine hab. Ich weiß nicht, ob der gerade unterwegs ist. Ja, keine Ahnung, ich sehe ihn nicht.
Ja, ich gebe die Suche Ich auf. sehe nichts. Herausgeschafft. Ja, dann gebe ich die Suche auf, damit wir zumindest Geld haben für den Geist. Ja, schön. Und ja, wir haben ja alle Quests bis auf. Ja, das hast du ja nicht geschafft, ne? Den Geist entkommen. Ahaha, witzig. Nee, warte mal, wo haben wir denn geguckt? Ich war eigentlich da, 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 da. Ich bin die Treppe hoch und war da drinne. Da, 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 da. Da habe ich nicht geguckt. Da habe ich überall geguckt. Ein Raum, wo ich nicht geguckt habe. Okay, alles oder nichts. Ich riskiere es nochmal. Ich guck mal, ob ich den Knochen noch finde. Ich war nämlich oben, bin ich der Meinung, in einem Badezimmer nicht. Und zwar von dem grünen Schlafzimmer. Siehst du, hier war noch die Tür zu, aber hier ist auch kein Knochen. Ja, keine Ahnung. Entweder bin ich blind oder Ja, blöd. blind. Blöd. Hier ist noch ein Schrank, aber der ist vollgekramt. Hier ist auch irgendwas dickes, speckiges drinne. Da ist nix. Knochen liegt auch nie auf dem Bett, oder? Oh, ich weiß das gar nicht mehr. Oh, Brainfuck. Wo kann der denn, was könnte ich denn übersehen haben? Bist du einmal durchgelaufen, gucken, ob du den siehst? Nö. Okay, dann dampfe ich ab. Sehe ich nicht. Ich bin blind. Eingetragen hast du? Jo. Sehr schön. Hast ja auch genug Zeit gehabt, ne? Aha. Blödkopf, ey. Nicht nett. Nicht nett. Der Geist war tatsächlich ein Alles. Jurei. Alles nochmal neu. Läuft bei uns. Problem gelöst. Ich hab einen Knochen. Ja, logisch, gibt immer einen Knochen, aber ich habe ihn nicht gefunden. Ah ja, vielleicht finden wir den Knochen das nächste Mal wieder. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.